Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute, wie pflanze ich eine Baumreihe, eine Obstbaumreihe oder in dem Falle eine Reihe mit Malini-Bäumchen. Es gibt ja im Garten manchmal Situationen, da möchte man Obstbäume pflanzen, mehrere hintereinander, und da lässt man sich so ein bisschen inspirieren von den Reihen, die es beispielsweise im Erwerbsanbau gibt. Und wenn man das genau anschaut, gibt es eigentlich auch die richtigen Anhaltspunkte, wie man so eine Pflanzung, so ein Gerüst machen muss. Das Einfachste ist, wenn diese kleinen Bäume nachher in einem Gerüst sind und auch hier an einem Draht angebunden werden können, um sie so ein bisschen zu stabilisieren, dass sie nicht beim Wind, hier kann zum Beispiel vom Süden der Föhn kommen, mit 120 Stundenkilometern nicht einfach umgeworfen werden. Man sieht hier, der Pflanzer hier, das ist Hans-Peter Schwendner, der ist 60 Jahre alt geworden, vor einigen wenigen Wochen oder Monaten, und hat von uns, von Lubera, als Geschenk bekommen, so eine Reihe mit Bäumen, hatte aber die Auflage, das selber zu pflanzen. Wie wir aber in Erfahrung gebracht haben, hat das dann nicht selber gemacht, sondern sein Sohn hat das gemacht, also Chapeau an seinen Sohn, der das gepflanzt hat, und wir schauen nun, wie er es gemacht hat. Er hat es richtig gemacht mit einem Endpfahl, mit einem starken Endpfahl von ca. 3 Metern, den er schräg eingeschlagen hat. Und dann hat er hier einen Anker gesetzt, sieht man hier, und hat den schrägen Pfahl runtergespannt auf den Anker, hier noch mit einem Drahtspanner, so dass er das auch mal nachspannen kann. Und indem er das hier spannt, spannt er dann auch die Drähte hier. Und das Gleiche hat er auf der anderen Seite gemacht. Ich meinerseits hätte jetzt zusätzlich auch hier noch je einen Drahtspanner eingebaut, dass man also auch hier die Drähte nochmal spannen könnte und das Ganze noch etwas dichter und enger und fester machen könnte. Aber es geht auch so, wie das bei Hans-Peter hier gemacht wurde. Und dann pflanzt man zum Beispiel Malini alle 50 cm, Paradiesapfelbäume oder Red Loves alle 100 bis 150 cm einen Baum und hat gleich die Möglichkeit, sie hier am Gerüst festzumachen. Und da geht es 2-3 Jahre und man hat eine Fruchtwand, die im Winter Licht durchlässt, sodass man eben die Landschaft genießen kann, die im Sommer zumacht und im Herbst noch wundergute Früchte trägt. Also ganz einfach, so eine kleine Obstanlage für sich zu Hause zu pflanzen. Es ist auch möglich, dann verschiedene Bäume reinzupflanzen, Malini, Maloni, Paradies oder auch den ein oder anderen Steinobstbaum, wobei Steinobstbäume etwas mehr Platz brauchen, 2 Meter und mehr im Vergleich zu den Apfelbäumen und vor allem im Vergleich zu den Malini.